Moin Moin, meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich präsentiere für unseren YouTube-Kanal Modbox den Fan 900 Vario, ja, Forest-Tier. dieser Fan wird zur Verfügung gestellt von Duo Modding und der oder die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieser Fan für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch irgendwie, können den unseren Mod herunterladen und nutzen. Wenn euch unser Mod schon gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr euch den Seasons Pass 2 oder das Expansion DLC oder was auch immer gönnen möchtet, unter dem Video sind Links, wenn die nutzt, unterstützt den Entwickler McManus. Und diesmal würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Ja, kommen wir zurück zum Mod. Ihr seht, ich habe meine zwei Ausführungen hingestellt: einmal in diesem Force Design mit dem Force Käfig in kommunal Rot, Rot-Orange. Oder halt im klassischen Fan-Style, halt nur ohne rote Felgen. Die sind leider nicht konfigurierbar, maximal orange. Schauen wir uns mal gleich ganz genau an. Sagen wir mal hier in die Force-Variante ein. Machen wir mal an. Wie ihr hört, alles normal. Ja, das passt soweit, ne? Das ist normal. Schauen wir mal von innen. Beleuchtung, ihr seht, im Display zeigt euch alles an, was gerade gemacht wird. Auch Blinker werden euch angezeigt. Ne? Also das passt soweit, sehr schön, auch alles voranimiert. Ihr seht hier, der Fahrhebel ist animiert. Selbst die Pedale unten ist animiert, das passt soweit. So, wenn wir es von außen mal schauen, machen wir mal Lichttext. Abendlicht. Vorne schauen, ne? Das macht mehr Sinn. Abendlicht, Arbeitsbeschreibung war hinten. Arbeitsbeleuchtung vorne, aus. Ja, Blink haben wir schon gesehen, links wie rechts und Warnblinker funktionieren. Ne, auch da seht ihr, funktioniert alles so, wie es soll. Rundumleuchten sind standardmäßig verbaut. Ne, seht ihr oben die Blitzer, die sind standardmäßig verbaut. Und man sieht da den vernünftigen den Force-Käfig. Ja, das ist bei diesem Fahrzeug dasselbe. Das ist 1 zu 1 dasselbe, nur hier ist Force-Aufbau und kommunal, orange und halt normal Fan. Ansonsten texturtechnisch muss ich sagen, sehr, sehr gutes Fahrzeug. Ne, also man ist alles da, wo es hingehört. Die Farben, also die Anschlüsse, Farben sind da, alles gut lesbar. Aber da muss ich sagen, von Texturen her sehr gut gewonnenes Fahrzeug. Auch hier mit dem Profi Plus. Aber das passt wirklich gut. Wir müssen mal einsteigen. Und dann sehen wir hier auch. Es gibt eine Maussteuerung verbaut. Wenn man jetzt hier. Man kann mit Umschalttaste B kann man die Fahrtrichtung ändern. Ja, gerade im Force-Bereich, vielleicht gar nicht so unwichtig. Dann hat man eine Maussteuerung. Man kann die hintere. Also die Heckscheibe quasi öffnen und schließen. Ja, halt in dem Moment jetzt nur ein Stückchen, weil er der Forstkäfig ist, beim anderen mehr. Und ich glaube, man konnte die Tür sogar öffnen. Das ist nur die Tür. Da ist es. Ja, da ist es. Ne, ist auch das. Okay. Da ist es genau. Also die Tür könnte halt auch öffnen. Ne? Aber nur die Fahrertür. So, wenn wir jetzt einmal in den einsteigen, da ist, glaube ich, die Heckscheibe, könnte, glaube ich, hier weiter öffnen. Ja, auch nur so, okay, dann passt das. Ja, und hier ist dann halt auch. Ja, komm. Da, ne, könnte die. Die Tür halt auch öffnen. So. So viel zum Thema Mod an sich. Jetzt schauen wir uns ganz viel im Shop an. Wir gehen unter DLCs und Mods. Hier haben wir den Fan 900 Vario. Standardmäßig kostet er hier 272.000 mit 305 PS, 60 km/h schnell. Jetzt gibt es hier, seht ihr schon, mehrere verschiedene Motorvariationen. Der 930er mit 305. Dann gibt es den 933 mit 336. Und ich glaube auch, und das müsste jetzt Variation sein, den 936 Vario mit 366 PS. Dann gibt es noch den 339 mit 396 PS und das dürfte es gewesen sein, genau. Also das ist die maximale Leistung, sind 396 PS für schlappe 45.500 extra. Reifenhersteller gibt es viele verschiedene. Und dann gibt es halt wieder diese Standard, ne? Breitreifen, Radgewichte. Das ist dann eigentlich bei jedem Reifen ja schon ein bisschen anders. Design ist aber nur Forstbau, ja oder nein? Da hat der Feuerlöscher, der ist hier unten verbaut. Also vielmehr da, genau, da seht ihr den, ja oder nein, ne? Wir können nicht machen. Warnsignal ist hinten Tafeln, kann man sagen ja oder nein. Und die Hauptfarbe kann man ändern halt in diesem typischen Zwei-Fan-Grün, das kommunale oder in Schwarz. Je nachdem, wie man es möchte. Tor bedeutet hier vorne quasi die Abdeckung. Die kann man mit Silber machen. Ich mache mal den Frontkäfig weg, dann sieht man es besser. Wenn wir jetzt hier sehen, ne, in Grau, da sieht man es am besten. Und ich mache den wieder ran.
Und Felgenfarbe, seht ihr auch, könnt ihr in Orange machen, könnt ihr in Gray, also in Grün, Grau machen oder halt in Grün. Ne? Das ist halt so, was ihr machen könnt. Da seht ihr halt, das Rot gibt es nicht, halt nur diese Farbe. Das, da kann ich euch nicht mehr zu sagen. Und halt, wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Nummernschilder zu konfigurieren. So wie jetzt hier steht, auch ein bisschen wild konfiguriert, farbmäßig und so mit der Maximalleistung, würde in dem Fall mal 54.030 dazukommen. Sprich, für 326.039 bekommt dann diesen Fendt mit 396 PS. Was in meinen Augen auch gar nicht so schlecht ist. Ja. Ansonsten, Version 1.0 läuft auf meinem Einzelspieler-Spiel schon soweit fehlerfrei. Kann ich nicht meckern. Ja, und mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Außer, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Hoffe, wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.